Die Gänge brauchen wir uns eigentlich gar nicht wirklich angucken, weil da kommen wir mehr oder weniger her. Weil hier ist unser Healer. Ja. Nach Norden wollten wir nicht, haben wir gesagt. Das erste. Oh. Bist du Grünschleim? Nein, du bist ein grüner Schleim, okay. Bei Tormi, ich werde euch erledigen. Grüner Schleim ist nicht gefährlich. Grünschleim ist gefährlich. So. Da sind wieder Kobolde. So, die beiden haben nicht mehr viel Platz, also. Bist du jetzt überladen? Ja, bist du. Kurzschwert plus 1. Minsk, kannst du dir was Leichteres abgeben? Ja, wie das da zum Beispiel. Fragt nur, dann guck. Wenn ihr es wollt. Ich mal, was ich hier noch einsacken kann. Wie gesagt, wir brauchen Geld. Wir sollen ja 2000 Goldmünzen hier irgendwie zusammenkratzen. Achso, das war es sogar schon. An Zeug. So, noch mehr Feuerpfeile. Die kann einfach mal Minsk einlagern. Und so Bolzen, die verkaufen wir einfach. So. Was sagt die Karte? Die Karte sagt eigentlich, dass wir hier schon durch sind. Hey. Ja, sind wir eigentlich, aber da sind schon wieder Kobolde. Au. Ah, verstricken. Wer ist denn verstrickt? Minsk. So, das Kobold-Kommando ist tot. Ihr zeigt mir wohin und ich schlage zu. Schwerter statt Wörter. Mit dem Schwert zu leben heißt gut und lang zu leben. So, jetzt müssen wir warten, dass dieses Verstricken abklingt, dass wir uns das Zeug da holen können. Also ja, hier waren wir jetzt überall. Ist ja eine ziemlich symmetrische Abwasserkanalisation mit hier mit dem Zentrum und den ganzen Wegen. Oh, Nalia gelingt sogar der Rettungswurf. Ah, ich habe nichts gesagt. So. Ja, euer Pfeile lassen wir gesagt liegen, weil so viele brauchen wir nicht. Ich meine, sie hat zwei Ersatzpaare. Harry hat auch genug Schleuderkugeln noch. So, das heißt, wir gehen noch nach hier oben. Weil irgendwo müsste hier noch ein zweiter Ausgang aus der Kanalisation sein. Und das sieht fast dann auch aus, als ob das hier wäre. Genau, zum Tempelbezirk. So. Hallo, Leute!
Ihr da, ihr seid Talon Nirkas, Priester des Talos, nicht wahr? Oh, es ist Tag geworden in der Zeit, wo wir da unten waren. Und wir stolpern hier mitten in irgendeine komische Unterhaltung rein. Ja, bin ich. Warum fragt ihr? Ihr erinnert euch nicht an mich? Wir lagen zusammen an einem Abend vor vielen, vielen Monaten. Und das hier, das ist eure Tochter. Lani, grüße deinen Vater, mein Liebes. Hallo, Vater. Ach, ich, seid ihr sicher? Ich meine, ich erinnere mich nicht. Ihr habt in dieser Nacht tief ins Glas geschaut, Nirkas. Ich kann nichts dafür, wenn ihr euch nicht daran erinnert. Ich verstehe, was genau wollt ihr? Ich möchte, dass ihr die Verantwortung für euer Kind übernehmt, ihr Narr. Seufzt. Mami, diesen Papa mag ich nicht. Die anderen Papas haben mir besser gefallen. Zwei? Was heißt das? Hä? Nichts, Talon, Nirkas. Ein einfacher Fehler, vielleicht meine Schuld. Bitte verzeiht. Jetzt steckst du aber in Schwierigkeiten, Mädchen. Ich verstehe. Talos segne euch also und einen schönen Tag. Fragt nur. Da bin ich jetzt auch mal gespannt, was passiert, wenn ich mit denen so rede. Ich hatte in den letzten Jahren schon einige Papas. Mami passt auf, dass sie ihre Schulden bezahlen, wie sie es nennt. Hallo, Leute. Und was starrt ihr so? Eine Frau muss ihr Geld verdienen. Ja. Ja. Wenn ich mit meinem Mann rede? Hallo, Leute. Und mein Leben, wenn nötig. Ihr, ich kenne euch. Dieses Kind hier ist eures. Nun, es ist an der Zeit, dass ihr euren dummen Fehler bezahlt. Das Kind soll also meins sein, so wie es das Kind des Klerikers war. Oh, die Götter mögen wissen, wie viele Männer schon zuvor. Vielleicht habe ich mich getäuscht. Hier sind jemand anderem sehr ähnlich, mit dem ich einmal zusammen war. Entschuldigt. Ihr seid ein Fremder. Ihr würdet nicht mein Papa sein, oder? Ja, vielleicht Minsk? Trete zur Seite. Hier kommt die Gerechtigkeit. Ihr seid nicht von mir. Hallo, Leute. Ja. Also ja, Minsk ist so hohl und glaubt das sogar. Wie viel schulde ich euch? Oh, ich weiß nicht. Ich denke, 100 Goldmünzen würden eurem Töchterchen erlauben, halbwegs anständig zu leben. Für eine Weile. Ja, Minsk ist aber jetzt nicht so blöd. Aber wir geben mal für das Mädchen die 100 Gold her. Nicht für die Verrückte. Danke euch, edler Herr. Mein Name ist übrigens Miranda und dies ist, Tochter Lani. Wir freuen uns über eure Aufrichtigkeit und werden euch sicher bald wiedersehen. Vielleicht. Ja, gut. Ich habe vergessen, was das bringt. Genau, aber... Wir gucken einfach mal. Talon Nirkas? Ah ja, das war der Priester. Was schaut ihr euch an? Gibt hier doch gar nichts zu sehen. Und du? Talon Sorgas? Ihr seid hier, um euren Glauben zu festigen. Kommt, meine Kinder. Fürchtet die Macht des Talos. Stimmt ein, in unsere ehrfürchtige Anbetung, um das Unheil, das uns in den kommenden Tagen sich heimsuchen wird, abzuwenden. Ich dachte, Talos sei ein Boot des Bösen. Wie kommt es, dass er hier öffentlich verehrt wird? Böse? Ist ein Wirbelsturm, der mit seinen Winden über die Küsten dort denn böse? Die Kraft der Zerstörung liegt in den Händen aller Menschen. Wir müssen ihr Potenzial respektieren. Nur ein Narr würde sich vor einem Gott niederwerfen, der die Natur für seine eigenen Zwecke gebrauchen würde. Die Natur hat selber keine Bosheit, nur die Seele eures armseligen Gottes hat diese Ehre. Talos ist nur so rachsüchtig wie die Natur selber auch. Er verkündet Zerstörung. Kniet vor ihm nieder und ihr werdet vor seinem Gericht nicht vernichtet werden. Von seinem Gericht. Ich kann die Kirche jederzeit betreten, ja? Die Kirche des Talos steht allen Gläubigen offen, ebenso wie all denen, die Schutz suchen vor dem Zorn des Zerstörers. Tretet ein mit gesenktem Blick, Bittsteller. Ich warte. Was möchtet ihr? Ja, ich kann die Kirche ja mal betreten, nochmal betreten jetzt am Tage. Aber erstmal frage ich mal den Marktschreier. Oder den Ausrufer. Hört, hört, es wird ein heißer Morgen heute. Ein Dutzend Schiffe sticht Richtung Mastika in See. Tiefwasser und Neuam streiten um Rohstoffe. Was ist mit Mastika? Erzählt mir mehr, Stadtschreier. Helmshafen ist der Augapfel von Neuam. Tiefwasser will Einfluss ausdehnen und plündert unter dem Deckmantel der Diplomatie. Der Rat der Sechs sendet eine Armada von Helmpriestern und Söldner, um die tiefwasserischen Händler zu vertreiben, bevor die Einheimischen die Veränderungen riechen.
Mögen die sieben Himmel verhüten, dass Metall oder Magie in den Kolonien in die falschen Hände geraten. Ärger zieht sich zusammen, versammelte Freunde. Darauf könnt ihr euch verlassen. Hier habt ihr es zuerst vernommen. Schlechte Nachrichten reißen schnell und Unglück breitet sich wie Buschfeuer aus. Euer ergebener Diener liest aus dem wahren Buch und bringt euch die jüngsten Nachrichten aus den Reichen. Okay, nichts, was uns jetzt so direkt betrifft, weil wir nicht in der Nähe von Helmshaven sind. So, gucken wir mal, ob jetzt die Oberpriesterin hier drin wach ist und was sie uns anzubieten hat. Sie war ja hier drin normalerweise. Also auf jeden Fall sind hier Sturmritter. Ich gehe davon aus, dass ihr keine feindlichen Absichten hegt. Möge der Hass des Sturmfürsten euch erfüllen, ja. Ich erwarte eure Keldon kann doch einfach mal das hier machen, aber scheinbar ist hier niemand Böses. Die ist wahrscheinlich entweder chaotisch neutral oder chaotisch gut sogar. Es herrsche das Chaos. Benötigt ihr die Dienste von Talos? Das tue ich. Zeigt mir mal, was ihr verkauft. Heiltränke. Gegengifte. Stein zu Fleisch. Stab der Himmel. Kleriker stecken. Das ist ein Kampfstab, der nicht mal schlecht ist. Stabstreitkolben, Gürtel der Wucht. Das ist ein Schutzgürtel mit Wucht wahrscheinlich, ja. Dann ein paar Schutzformeln. Genesung. Also ja, es rentiert sich ab und zu mal nochmal in die verschiedenen Tempel zu gucken, was sie an besonderen Gegenständen haben. Also jetzt gerade die großen Tempel hier im Tempelbezirk. Mit dem mal an, die kleineren Tempel haben nicht allzu viel zu bieten. Und jetzt, da Tag ist, können wir uns nochmal hier genauer umschauen in den Bereichen, also außerhalb der Tempel. Hier steht zum Beispiel eine Prophetin rum. Ich warte, aber ich glaube, mit dir haben wir schon geredet. Ja. Was ist mit dir? Ah, seid gegrüßt, Bittsteller. Ich bin zu euch auf diesen großen Platz gekommen, um euch das Wort des der göttlichsten und wohlhabendsten aller Göttinnen zu verkünden. Vauken. Ja, ich glaube, mit dem haben wir auch schon geredet. Nehmen wir mal das Erste. In der Tat, zur Zeit war Vauken bei allen Einwohnern der großen Stadt des Geldes bekannt und hochwillkommen. Ihr zu Ehren wurde die Promenade gebaut und der Handel florierte. Man sagt, sie sei aus unser aller Leben verschwunden, aber viele von uns verehren sie noch immer. Ich bin überzeugt, dass sie eines Tages zurückkehren und den Reichtum einfordern wird, der rechtmäßig ihr gehört. Ja, nehmen wir auch mal das. Nicht alle von uns sind zu Lyra konvertiert, die uns die Prophezeiung über Vaukens Verschwinden verkündete. Wir Vaukenianer behalten sie tief in unserem Herzen und beten für ihre Rückkehr. Spuckt nur auf mich. Ja, tun wir nicht. Wir waren nur neugierig drüber. Dann gucken wir hier noch kurz. Haben wir eigentlich mit der Wache gesprochen gehabt am Anfang? Und ich gucke noch mal kurz, habe ich den Schwierigkeitsgrad wieder hochgesetzt? Ja, habe ich. Gut. Ich sorge für Ruhe und Ordnung. Im Namen des Konzils. Ich an eurer Stelle würde mich nicht in die Abwasserkanäle hinunterwagen. Die Verrückten dort unten werden euch die Augen herausreißen. Verrückte, die uns die Augen herausreißen? Ja, man sagt, dort gehen die Priester hin, wenn sie verschwinden. Wenn sie zurückkommen, sind sie geblendet und zur Religion dieses blicklosen Auges übergelaufen. Wovon redet ihr da? Ihr habt noch nicht davon gehört, nur noch egal, haltet euch nur von den Abwasserkanälen fern, wenn euch eure Leben lieb sind. Ehre für Am. Ja, ich bin gut vorbereitet. Tut, was ihr wollt, ich habe euch gewarnt. Gut. Also, der hat uns nichts zu sagen. Ja, natürlich. Ah, die schöne Musik. Ein Edelmann. Meine Zeit ist knapp bemessen, also fasst euch kurz. Was ist mit all diesen blinden Priestern, die auf der Straße herumschreien? Das wird die Landpreise purzeln lassen, da bin ich mir sicher. Ja, nicht wirklich. Die drei stehen hier immer noch wie angewurzelt herum, die Stänkerer. Hier habe ich ja schon alles rausgenommen.
Alvana, Priesterin der Dämmerung. Ihr seid mir mehr als willkommen. Seid gegrüßt. Ihr seid hier, um etwas zu bitten. Seid hierher gekommen, um in unsere Kirche zu gehen und im Beisein des höchstheiligen Latander zu feiern.